Wie viele Menschen passen in eine Gaskammer? Wie groß war eine Gaskammer? Wie viele Quadratmeter hatte eine Gaskammer? Wie war sie in der Höhe, in der Breite, in der Länge? Wie viele Menschen haben reingepasst? Wie wurde es berechnet, dass das Giftgas, das Zyklon B, auch richtig wirkt? 100, 200, 300. Man kann alle Maße bestimmt googeln, man kriegt sie alle in der großen Wissensdatenbank des Internets heute. Länge, Breite, Höhe, Fassungsvermögen, Dauer des Einlaufens des Gases, Effektivität des Gases, Tötungskoeffizient plus Zeit mal Quadratmeter gibt und so weiter. Alles das. Wie viel Quadratzentimeter hatte jeder dort zu stehen, nackt, alleine, umgeben von allen möglichen Menschen, aber nackt, alleine, in der Erwartung eines Duschbades. Wie sahen die Duschen aus? Wie waren sie an der Decke befestigt? Mit Rohren, mit Duschköpfen? Waren da 10, 12, 15? Sicher, man kann das alles googeln. Aber warum beschäftigen mich diese Gedanken, wenn ich in eine Bar gehe mit einer dunklen Decke und die Menschen tanzen und eine harte Rockmusik spielt? Alles ist vollgequalmt. Warum habe ich solche Gedanken? Ich, ein weißer, arischer, Mitteleuropäer, deutscher Nationalität. Warum finde ich, dass das ganz normale Gedankengänge sind für jemanden, der nach dem Krieg geboren ist? Nicht vorher, nicht lange vorher, sondern danach. Warum beschäftigen mich solche Gedanken? Woher kommt das? Warum ist das in mir? Ich bin kein Jude. Nein, ich bin Deutscher. Ich bin Arier. Im Gegenteil, ich bin ein Täter. Warum beschäftigen mich Gedanken über Gaskammern? Kammern. Waren es Kammern? Waren es Gasräume? Wann beginnt der Raum? Wie groß ist ein Raum? Wie groß ist eine Kammer? Warum denke ich, 1947 geboren, an Räume, in denen vielleicht 200 oder 300 nackte Menschen aller Altersgruppen dicht aneinander gedrängt waren? Nicht in Erwartung eines Duschbades. Ich glaube nicht, dass sie das erwartet haben. Sie wussten, dass etwas ist, was sie nicht wissen. Warum lassen mich diese Gedanken in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen, die alle angezogen sind, aber etwas völlig Anormales tun, nämlich sich in dunklen Räumen zusammenfinden, um etwas zu erfahren, von dem sie nicht wissen, was sie nicht wissen. Und diese Situation kommt im heutigen Leben öfter vor. Warum muss ich an so etwas denken? Weil ich Deutscher bin? Weil ich deutsche Eltern hatte? Weil das zur Geschichte der Deutschen gehört, so wie ich mein Hemd jeden Morgen anziehe? Dann wären meine Strümpfe der naturgegebene Antisemitismus Europas. Und mit diesen Strümpfen schlüpfe ich in meine Schuhe, die 2000 Jahre alt sind. Die Juden haben den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen. Dafür müssen sie bis ans Ende der Geschichte büßen. Das war der Anfang der Geschichte des Antisemitismus. Wann haben sie genug gebüßt? Gegoogelt. In den Konzentrationslagern Auschwitz gab es 7 Gebäude, die als Gaskammern fungierten. Zur Vernichtung der Leichen gab es 5 Krematorien und weitere 3 Orte, an denen Leichen in Verbrennungsgruben beseitigt wurden. Der Massenmord an den rund 900.000 Opfern konnte in diesen Anlagen in industriellem Maßstab durchgeführt werden. Weitere 200.000 Häftlinge, die aufgrund der Arbeitsbedingungen, Hunger, Krankheiten, medizinischen Versuchen und Exekutionen gestorben waren, wurden in diesen Krematorien und Verbrennungsgruben verbrannt. Der Ingenieur Kurt Prüfer begann am 10. Juni 1940 bei der Firma Topf mit dem Entwurf für einen Doppelmuffelofen für das Krematorium Auschwitz. Dieser Ofen des Typs D-57253 Modell Auschwitz wurde später in den Krematorien vieler Konzentrationslager eingesetzt, unter anderem in Buchenwald, Dachau, Mauthausen und Gusen.
Die Vorgabe bezüglich der Leistungsfähigkeit waren 2 Leichen pro Stunde und die Möglichkeit des Dauerbetriebes über mehrere Tage. Am 1. Oktober 1940 wurde der Doppelmuffelofen in Auschwitz in Betrieb genommen. Auch im KZ Gusen-Mauthausen war ein Topf-Doppelmuffelofen Modell Auschwitz installiert. Am 14. Juli übersandte die Firma Topf eine Bedienungsvorschrift an das Konzentrationslager Mauthausen und gab darin die Leistung mit 10 bis 35 Leichen in 10 Stunden, macht 3,5 Leichen pro Stunde an. Im Krematorium des Stammlagers in Auschwitz wurden weitere 2 Doppelmuffelöfen installiert. Am 15. Dezember 1940 waren alle 3 Öfen fertiggestellt. Anfang des Jahres 1941 war Zyklon B noch nicht zur massenweisen Vergasung von Häftlingen eingesetzt worden. In den Vernichtungslagern der Aktion Reinhardt wurden bis dahin Motorenabgase und Kohlenmonoxid zur Ermordung der Opfer verwendet. Der Leichenkeller des Krematoriums im Stammlager wurde durch Einschlagen von Einwurflöchern in die Decke zur Gaskammer umgebaut. Da der Keller über eine Lüftung mittels eines Gebläses verfügte und man durch die Einwurflöcher das Zyklon B besser verteilen konnte, war im Gegensatz zur vorhergehenden Vergasung ein reibungsloser Betrieb möglich. Am 16. September 1941 wurden erstmals 900 Kriegsgefangene im Leichenkeller des Krematoriums 1 vergast. Der Leichenkeller wurde von diesem Zeitpunkt an als Gaskammer verwendet, bis die Vergasung in die Bunker in Birkenau verlegt wurden. Der Keller wurde danach zum Luftschutzbunker umgebaut. Die nahezu baugleichen Krematorien 2 und 3 trugen die Bezeichnung BW30 und BW30A in Birkenau im Stammlager. In diesen Krematorien waren 5 Doppelmuffelöfen der Firma Topf installiert. Das Krematoriumsgebäude war teilunterkellert. In den Bauplänen sind die Kellerräume als Leichenkeller und später in nummerierter Form als Leichenkeller 1 und 2 bezeichnet. Der Leichenkeller 2 wurde als Auskleideraum genutzt, der Leichenkeller 1 als Gaskammer. Die Maße der Gaskammer Leichenkeller 1 betrugen 30 Meter auf 7 Meter bei 2,41 Meter Höhe, die des Auskleideraums Leichenkeller 2 49,5 Meter auf 7,9 Meter bei 2,30 Meter Höhe. Das Krematorium 2 wurde am 31. März 1943 in Betrieb genommen und war bis zum 24. November 1944 fortlaufend 603 Tage im Betrieb. Das Krematorium war ab dem 25. Juni 1943 etwa, das Krematorium 3 war ab dem 25. Juni 1943 etwa 517 Tage im Betrieb, wahrscheinlich bis zum 24. November 1944. Die Vergasung mit Zyklon B wurden wahrscheinlich am 25. Oktober 1944, spätestens jedoch am 2. November 1944 eingestellt und mit der Demontage der Gaskammern begonnen. Es kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob in der ursprünglichen Planung von Krematorium 2 die Verwendung als Gaskammer schon vorgesehen war. Im ursprünglichen Plan vom 2. Oktober 1941 ist eine Treppe mit mittiger Rutsche für Leichen eingezeichnet. Die Länge war noch nicht festgelegt, auf den Plänen befindet sich der Hinweis Länge nach Bedarf. Die Doppeltüren von Leichenkeller 1 waren nach innen öffnend eingezeichnet. Die Pläne wurden mehrfach modifiziert, um die Verwendbarkeit von Leichenkeller 1 als Gaskammer und Leichenkeller 2 als Auskleideraum zu ermöglichen. Im Plan vom 2. Dezember 1942 sind die Doppeltüren von Leichenkeller 1 nach außen öffnet eingezeichnet. Die nach außen öffnende Tür ließe sich nach der Vergasung problemlos wieder öffnen, da von innen nach innen zu öffnen ja keine Leichen im Weg waren. Die vorgesehene Treppe mit Leichenrutsche wurde entfernt und ein Ausgang für SS-Personal zur Straßenseite vorgesehen. Am Ende von Leichenkeller 2 wurde eine Treppe vorgesehen, über die der spätere Auskleideraum zu erreichen war. Zur Einbringung des Zyklon B in die Gaskammer waren 4 Öffnungen in der Decke vorhanden, die in je eine schwere Gittersäule mündeten.
Das Zyklon B wurde in eine aus Drahtgitter und Blech bestehende Vorrichtung eingeführt und an einer Schnur oder einem Draht in diesen Säulen abgelassen. Krematorium 4 und 5. In den baugleichen Krematorium 4 und 5 war je ein 8-Muffelofen der Firma Topf installiert. Der 8-Muffelofen hatte einen spiegelgleichen Aufbau mit je 4 Muffeln Brennkammern an einer Seite. Das Krematorium 4 wurde bereits am 7. Oktober 1944 außer Betrieb gesetzt, nachdem das Sonderkommando bei einem Aufstand an diesem Tag das Krematorium und die Gaskammern teilweise zerstört hatte. Die Gaskammern hatten eine Gesamtfläche von 236 Quadratmetern und bestanden aus zwei großen und zwei kleinen Räumen. Die großen Räume hatten eine Grundfläche von fast 100 Quadratmetern und waren durch Türen nach außen belüftbar und räumbar. Sie waren durch Öfen beheizbar, um auch im Winter die schnelle Freisetzung des Blausäuregases aus Zyklon B sicherzustellen. Durch die unterschiedlichen Raumgrößen konnten auch kleinere Transporte ohne Verschwendung von Zyklon B vergast werden. Das Zyklon B wurde durch Einwurföffnungen mit gasdichten Türen 30 cm x 40 cm von außen in die Räume eingeworfen. Die Einwurföffnungen waren sehr hoch angebracht, sodass der SS-Desinfektor den Inhalt der Zyklon B-Dosen mit einer Leiter einschütten musste. Dies verzögerte die Vergasung, sodass die Bewusstlosigkeit und der Tod der Opfer im Vergleich zu den Gaskammern in Krematorien und 2 und 3